Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde, zu Drakensang. In der letzten Folge haben wir es endlich in die alte Burg geschafft hier oben, aus der ein Drache entflohen ist und in der es einen Haufen Drachenkultisten gibt, die uns daran hindern wollen, ihn umzukommen. Nur, dass die Drachenkultisten einfach nichts können. Zum Glück. So, jetzt musst du da doch drauf gehen. Gut. Ja, das sind sehr komische Kultisten, ganz ehrlich. So, da ist der Eingang in die Ruine. Warten wir noch, bis die beiden da sind und gehen wir mal rein da und gucken mal, was uns hier drin erwartet. So, ein Autosave. Gestohlenes Wissen wurde aktualisiert, wie ein Schatten wurde aktualisiert. Okay. Dringe in die Ruine ein. Ich habe mir erfolgreich den Weg in die Ruine erkämpft. Finde das Buch der Schlange. Der Aufstieg wäre geschafft, aber jetzt heißt es wieder in die dunklen Tiefen hinabsteigen. Das Buch der Schlange muss hier irgendwo versteckt sein. Ja. Wie ein Schatten. Der Schutzwall ist gefallen, aber die Kultisten im Herzen der Ruine haben noch nichts davon bemerkt. Sie gehen weiter ihrem düsteren Werk nach, ohne zu ahnen, dass sich der Widerstand im Dunkelwald erfolgreich formiert hat. Gelangen unbemerkt ins Herz der Ruine. Die Ruine ist dunkel und verlassen. Offensichtlich haben die Kultisten im Inneren noch nicht herausgefunden, was draußen vorgeht. Ich sollte versuchen, das Herz der Ruine vorzudringen, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen. Das könnte die Überlebenschancen deutlich erhöhen, denn ich habe keine Lust, als Opfertier auf einem ihrer Altäre zu landen. Mhm. Also ja, das heißt, wir schleichen jetzt. Das ist jetzt schon der zweite Schleichabschnitt. Wobei der hier jetzt Main Story ist, der andere war ja eine Optional-Quest, eine Nebenquest. Und soweit ich weiß, ist der hier um einiges schwieriger. Und auch der Grund, warum ich Forgrim Schleichen geskillt habe. Und mir natürlich auch. Ich kann mich nämlich an mein erstes Mal hier drin erinnern. Da war das so schwierig. Fangen Sie an. Alles leer und ruhig. Schnell, wir huschen wie die Schatten durch die Gänge. Erledigen unseren Auftrag und verschwinden, bevor Sie etwas merken. Tja, Feigling. Wenn ich das alles nur höre. Habt ihr etwa Angst vor diesen Kuttenträgern? Angst nicht, aber... ich würde es bevorzugen, nicht so viel Aufmerksamkeit zu erregen, und die Erfahrungspunkte, die das mit sich bringt, sind auch nicht schlecht. Und wir können sie nachher eh alle töten, sobald wir unten angekommen sind. Wachraum und zum Verlies. Na,
Also ja, ich habe es damals, glaube ich, irgendwie durchzuschleichen geschafft, so nach 10 Versuchen. Na klar. Und hier ist eine Torsperre dran. Also gucken, können wir das dann überhaupt knacken? Nein, wir können es nicht mal knacken, hä? Verschlossen durch die Torsperre. Außer das hier war der schnelle Weg zurück. Das kann natürlich auch sein. Drakensang ist ja eines der Spiele schon, die schnelle Wege nach draußen haben, sobald man einen Dungeon einmal geschafft hat. Wenn er nicht eh schon draußen endet. So, hier ist ein Wachraum. Genau, an dem müssen wir irgendwie vorbeikommen. Und das war so das größte Problem, was ich immer hatte. Ich wette, ich könnte mich an diesen Typen vorbeischleichen. Mal sehen, was da im Nebenraum auf uns wartet. Auch wenn der Schutzwall gefallen ist, werden wir nicht einfach die Schädel einschlagen. Geben die Ungläubigen zurückzuschlagen. Mit Feuer und Schwefel werden die Drachen des Gebieters kommen und sie über die Verblendeten bringen, auf das deren Fleisch verbrenne. Deus Draconum Umbra Coada Corion. Domine Posteritatis Regnator Mundi. Mex Audi, preiset Umbrakor! Preiset Umbrakor! Preiset Umbrakor! Preiset Umbrakor! Preiset Umbrakor! Tod den schwachen Dienern der 12 Götter! Ein Zwerg, ein Wort! Ja, könnt ihr aufhören zu schleichen. Und ja, ich habe gerade nicht viel geredet. Einfach in der Tatsache, weil ich gerade sehr konzentriert war. Und auch das Gerede von denen überspielen wollte. Das bin ich. Also ja, Gladys noch vorsichtig hier schleichen lassen. Und ja, wir könnten sie einfach boxen. Aber es ist schöner, die Erfahrungspunkte zu kriegen, dadurch, dass wir durchschleichen. Also die Abenteurerpunkte, meine ich. So, die Torsperre ist hier oben. Wir können jetzt hier weiter. Tempelraum, Wachraum.
Wir sehen halt nicht, was in der Richtung ist. Also sicherheitshalber hier nochmal ein Quick Save machen. Okay, hier ist ein Einsturz. Das heißt, wir haben nur die Möglichkeit, hier durchzulatschen. Und zum Glück sehen wir ja Gegner auf der Minimap. Okay. Hier sind Drachenkultisten drin. Ja, okay, wie ein Schatten ist fehlgeschlagen. Müssen wir halt jetzt erstmal warten, bis er nochmal vorbeikommt. So, speichern wir nochmal, sicherheitshalber. Und ja, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, wie es hier aussah. Oh, er hat uns bemerkt. Nicht gut. Aber da glaube ich nichts, um ihn einzuschläfern, oder? Mmh.